Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück zu NHL 24 Hockey Ultimate Team. Jawohl, wir haben ein neues Event vor der Nase, die NHL Awards. Ich bin sehr gespannt, ob da nächste Woche oder welche Spiele da nächste Woche noch dazu kommen, muss ich echt sagen. Wir haben mit Maurice Richard, Antti Kopitar, Rod Brind'Amour, Daniel Sedin und Evgeny Malkin echt einen guten Anfang. Ich hoffe, da kommen noch ein paar bessere Karten. Who knows? Maybe. Vielleicht. Gibt es auch noch einen Duck-Spieler. Vielleicht. Oder PK Subban. Legendenkarte. So, außerdem NHL Awards. Wir haben hier Claude Lemieux, Heydo Carlson, Trottier, Packer, Wasilewski, Dion, Konojerit. Okay. Ich weiß nicht, wo die 89 unten sind. Da haben wir noch ein paar 87er. James Eikens, 97 Andrejczak. Oh, wen haben wir da noch? Oh, Luongo 96, nice. McGinnis, Gonchar, Howardchuk, Francis Nolan. Nette Truppe. Adam Oates. Hootverse. Horton, Wade Redden, Kolzig. Das sind aber alles ihre eigentliche Position und da ist es einfach ein anderes Team. Ah, Familie Faces and Unfamiliar Places. Well, okay. okay. Olaf Kolzig auf jeden Fall mit 96 ist eine krasse Karte. Hier können wir uns mal genauer anschauen. Würde mich schon interessieren. Zacharensky, Robert Thomas, Jasper Brad, 97 Gretzky, Huberdeau. Ja, gutes Team of the Week. Vince Dunn, Flurry, Keller, Konecny. Müller, Ullmark. Die kennen wir, glaube ich, schon. Und die kennen wir sowieso schon. So. Dann haben wir hier noch ein paar Sachen zum Einlösen. Die holen wir uns doch gleich mal ab. Wir haben noch 500.000 auf dem Konto. Ich habe ein paar Spiele getradet. Danke an der Stelle nochmal an den Kollegen, mit dem ich da die Trades gemacht habe. Ich weiß, ich bin nicht der Beste, was Coins angeht. Aber trotzdem, vielen, vielen herzlichen Dank für die Hilfe und für die Bereitstellung zur Verfügungstellung der Spieler. So, NHL Awards. Was haben wir hier noch? Oh, Pastoretti können wir uns da holen. 87, den können wir direkt eintauschen. Das wäre eigentlich machbar, oder? Awards Moment. Rookie. Ja, schau mal, du kriegst einen 87er Untradable raus. So nice. So, Stanley Cup 2024. Live Momente. Auch interessant. Guts müssen wir noch fertig machen. Habe ich noch nicht vergessen. Haben wir noch offen eine Challenge. Ja, das wird wahrscheinlich dann unsere dritte Folge diese Woche sein. So, online haben wir nicht gespielt. Börse, selbes Ding wie immer. Da gehen wir jetzt mal kurz da rein. Schaut mal, 7500. Wir haben noch ein paar Karten übrig. Jawohl, Verhage ist auch noch da. So, alles auf eine Sammlung senden. Verhage möchte ich mir behalten, in Hoffnung, dass Megan Keller vielleicht nochmal eine Karte kriegt. In Hoffnung. Genau, ungeöffnete Packs müssen wir uns mal gleich mal nachschauen. Da müssen wir eigentlich wieder neue Battle-Sammelobjekte drin haben, die so wichtig sind. Diese Battle-Sammelobjekte. So. Und dann schauen wir gleich mal rüber in unseren Store. Sidney Crosby wollte ich noch updaten. Können wir auch noch machen. Also pass auf, Sets. Fangen wir mal da an. Fangen wir mal da an, wo wir anfangen müssen. Da sollten wir eigentlich nichts haben. Genau. Um die habe ich mich ehrlich gesagt noch nicht mehr gekümmert. Und ich muss sagen, bei den Karten, die wir jetzt da am Ende gekommen haben, who cares? Really? Fuck it. Ehrlich. Absolut unnötig. Aber ja, so, 20 von 20. Schau mal, kriegen wir drei Premium-Sets raus. Plus ein Hood-Token. Vergiss es. Ehrlich, das ist. Nächstes Jahr darfst du eigentlich nichts mehr hergeben, dass du was an Karten bekommst. Das ist echt. Dann hast du vielleicht eine Chance. Sehen wir die Award-Sets. Zufälliger Awards-Profi mit 87, 89, 95 Gesamt-Awards-Choice. Und dann müssen wir eintauschen, was? 2,95er. Um die 97er zu bekommen. Well, kann man machen.
Pass auf. Da tauscht ein W87. Da 487er. 489er. Fuck it. Ganz ehrlich. Fuck it. Brauchen wir nicht. So. Wir haben eine 88er. Guck mal. 92. Wir werden ja noch. Die Frage ist, wann da das Objekt, oder was heißt das Objekt, wann das 93er Set erscheint. Bei 7 Collectibles jetzt wären schon, ich nenne es mal, brauchbar. Stopp, Karl für Heiji darf da noch nicht rein, genau. Abgeholt, Spielmodus Sets, da müssen wir jetzt in Squad Battles rein. Nächstes Jahr müssen wir da wieder sparen. Da sparen wir einfach bis zum Team des Jahres. Und dann werden wir nächstes Jahr beim Team des Jahres richtig abräumen. Und bis dahin werden wir alles sehr, sehr locker angehen, weil ich sehe hier eigentlich keinen Zwang für uns, dass wir hier so richtig reinballern nächstes Jahr. Muss ich straight sagen, da war mir das Spiel einfach dieses Jahr zu schlecht. Und wir haben ja nächstes Jahr ein Sportspiel dazu. Wir haben nicht nur 4 Sportspiele dann in Zukunft, sondern wir haben dieses Jahr ja 5. Angefangen ja am 16. Juli. Also Formel 1 läuft da schon. Das zweite kommt jetzt am 16. Juli. Mit College Football. Und dann haben wir im August Madden. Im September EA Sports Football Club. Und dann kommt vermutlich, schätze ich mal, im Oktober wieder NHL. So. Store, da haben wir 10 Objekte, 4x Power-Ups. Schicken wir gleich mal rüber, können wir nachher Crosby genauer anschauen. Jetzt machen wir mal die Packs auf. Schauen, was da drin ist. Und wir zeigen, wir fangen. Komm, fangen wir mit dem Premium-Pack an. Usually ist da eh nichts drin. Da erwarte ich auch nicht viel. Wie gesagt. 79 aktuell die höchste Karte. Wir bleiben bei 79. Und das muss ich mir vorstellen, das ist im Moment der Reward. Du kriegst bei FIFA oder bei ehemals FIFA, bei EA Sports Football Club aktuell 87er Karten geschenkt. In dem freien Pack. 82, die höchste Karte. Stand jetzt. Schau mal. Achso, ich dachte, das ist exakt selbe Trikot. Boah. Wollte gerade schon sagen, das wäre hart gewesen. Das wäre hart gewesen. Premium Profis Pack. Wir bleiben bei 85, Ilya Sorokin. Das 4-Spieler-Profis-Pack so gut wie eh und je. Elite weg. Und Captain's Ding drin. 84 Panarin. Ja, da kam mir doch mal was dann. Siehste? Geht doch. So, was haben wir jetzt im Store drin für Packs? Ich hoffe, wir haben nicht wieder so ein übertriebenes ein Objekt. Jeder Pull hat eine Chance auf einen. Echt? Jeder Pull? Krass. Wow. Das ist vielleicht eine der stärksten Karten, die wir bisher aus so einem kostenlosen Pack gezogen haben. 2800. Mhm. Da sind die 95 direkt drin. Okay, man sieht, wo der Zug nächstes Jahr hinfährt. Aber ich werde mich nächstes Jahr wahrscheinlich hier auf diese Packs hier konzentrieren oder auf welche, die sinnvoll sind auf jeden Fall. Und wir werden deutlich weniger Coins investieren nächstes Jahr, kann ich euch auch gleich sagen. Wird anders sein, wenn dann das Team of the Year da ist. Da möchte ich dann schon wieder voll einsteigen, aber ansonsten
wird die Erfahrung, die wir sammeln nächstes Jahr, ein bisschen eine andere sein. Ist aber, glaube ich, auch verständlich. So wie das Jahr lief, ja, brauchen wir nicht drüber reden, glaube ich. So, 85, komm mal. Mit so Rooking können wir das voll machen. Kriegen gleich ein Profis-Pack für nächste Woche. Plus 3 Power-Up-Sammelobjekte. 84 hatten wir auch. Matthews haben wir noch gezogen, klar. So, Rooking kommt da rein. Haben wir nicht gezogen. Da steigen wir auf 4 an. Bei den 81ern auf 13. Und aus 11 mach 33. So. Ich glaube, das war ganz erfolgreich. Schau mal kurz ins Store. Da liegen nochmal 3 Power-Ups drin. Die sacken natürlich gleich mal ein. Und dann gehen wir auf mein Team rüber. Da fehlt aktuell ein Spieler. Ich habe Corey Perry und Brandon Montour verkauft. Hab dafür, wie gesagt, 96 Montour getradet bekommen, der wahrscheinlich auf 98 hochgeht und das ist dann schon mächtig. Und 100 Fähigkeitspunkte. Guck mal, 100 Fähigkeitenpunkte. Das heißt, Brandon Montour kriegt heute tatsächlich seinen Shutdown. Weil erste Reihe 3 Fähigkeiten in der Verteidigung. Dahinter zweite Reihe, jetzt muss ich suchen. Harvey hat 2 Fähigkeiten, Shutdown und schneller Pick. Dowdy, Schläge hoch und Eisklotz. Jirikowski, kein Wettkampf. Und wollen wir Brock Faber, der hat nochmal Eisklotz. Genau. So, jetzt brauchen wir noch Corey Perry. Da wollte ich unbedingt die 96er DAX-Variante haben. Mal schauen, ob wir sie kriegen. Ich habe schon überlegt, ob wir Marches heute noch holen sollten. Und dann Braden Point hier hinten statt Eisenmann aufstellen. Hätte ich schon Bock drauf. Aber jetzt schauen wir erstmal nach. Pass auf, Börse. Auktionshaus. Angreifer, Spielertyp, er ist ein Grinder. 96 Gesamtwert. DAX waren gestern nicht verfügbar auf dem Markt. Eulers, Eulers, Stars, Stars. Natürlich nicht ganz das, was ich will. Ich hoffe, das DAX-Objekt kommt noch. Ansonsten gebe ich mich auch gerne mit einem von dem hier zufrieden. Auch wenn es nicht, aber dann würde ich wahrscheinlich eher auf das Stars-Objekt gehen, also auf Eulers, Eulers. Kein Eulers-Fan hier. Genau, was soll ich jetzt noch nachschauen? Marches Hold. $275.000. Ja, schon teuer noch. Hätte aber gute Punkte. Guten Schuss, gutes Tempo. Ah, Widerstandsfähigkeit ist okay. Aggressivität, Bodychecks. Stärke 99. Defensiv auch relativ stark. Und er ist Rechtshänder. Das heißt, Eisenman segnet das zeitliche Willkommen Team Jonathan Marchessault. Und damit haben wir noch ein paar Coins übrig in Hoffnung, dass wir vielleicht Corey Perry noch kriegen. Das wäre nice. Das wäre schon sehr nice. Jetzt pass auf. Natürlich Steve Eisenman zieht jetzt hier natürlich den kürzeren. Wobei vorerst mal können wir ihn mal da stehen lassen. Aber vorerst mal haben wir keinen Corey Perry. Dann macht Erinnerung speichern March Assault hier schon Sinn. Genau, jetzt muss ich nur aufpassen. Eisenman hat Blitzstart. Gib mal die 3 Punkte frei.
Lass mal offen noch die zwei Punkte. Bei den Point schon mal nach hinten. March Assault in die Reihe mit rein. Ich glaube, das ist ein ganz solides Team. Aber den ich unbedingt noch updaten will, ist er hier. Und für die 98 brauche ich jetzt 6 Sammelobjekte. Oh, die Hammer. Die 6 Sammelobjekte haben wir. Also 98 Crosby kann man schon mal einsacken. Und jetzt hat der, boah, schaut schon gut aus. Mega Ablenkung, ja, die würde wieder verlieren. Aber wie gesagt, einen haben wir noch. Ein Boost. 99 Tempo, 97 Disziplin, 99 Schuss blocken. Würde hochgehen. Plus Aggressivität und Widerstandsfähigkeit. Ja, da würde sich schon noch einiges lohnen hier. Für 8 Power-Up-Sammlerwecke. Das ist natürlich schon eine heftige Anzahl. Aber ja, 98 Sidney Crosby. Sidney deaktivieren jetzt auch mal kurz die 2 Punkte, die er hat, über die Mega-Ablenkung. Änderung speichern. Wir werden überlegen, ob wir March Assault 1 nach vorn schieben. Vergiss es, Knight ist die bessere Spielerin, ist so langsamer. Aber March Assault ist oft ist defensiv und körperlich nicht so gut unterwegs. Aber wie gesagt, trotzdem gute Karte, hat er klasse Dinger, kein Wettkampf, alles abschütteln. Das sind schon gute Sachen. Was können wir ihm denn hier noch geben? Wir können ihm eine Defensivverbesserung geben, oder? Guck mal, Defensivboost. Das ist schon Zucker. Punkte, 5 Punkte, 4 Punkte. Ne, Spiel machen, Angriff gibt mehr Punkte. Okay, dann machen wir das so, speichern wir das jetzt erstmal und hoffen, dass wir dann in der nächsten Folge eben, Corey Perry noch bekommen. Fürs Powerplay, das ändert sich natürlich, klar. Sollte jetzt leider mit auf. Aber ja, na gut. Dann würde ich sagen, ich hoffe, dass ich Perry noch bekomme. Schauen wir mal. Kann es euch nicht versprechen. Nice wäre es auf jeden Fall. Bis dahin, bleibt gesund. Ciao mit V. Wir sehen uns.